You keep turning heads when you walk by. If they only knew you left me blind. You don't even notice their starry eyes, 'cause you are looking straight into mine. Yeah, you could have anyone you want, but I'm the one who gets to take you home. It's the way that you love me in the morning. It's the way that you love me through the night. Oh, genau. Hallo und herzlich willkommen mit einem neuen Video mit eurem Dachmobil. Wir haben das Wochenende vom 2. bis 4. August 2024. Oft sind wir gefragt worden, wart ihr schon am Willisee? Wir wussten, wo er liegt. Wir wussten, es soll da schön sein. Und jetzt haben wir gesagt, fahren wir endlich einmal hin. Wir nehmen euch natürlich mit in dieses sonnenreiche Wochenende. Ich hoffe, es bleibt so. Ihr kennt ja unsere Videos. Da haben wir noch ein paar Schauern in petto, die wir euch zeigen können. Aber ja, wir nehmen euch mit in dieses sonnige Wochenende hier an den Willisee, an die Umgebung rund um Kleve, an den Rhein und mal gucken, in welche Richtung es morgen geht. Wir haben keinen Plan. Es wird wohl an den Rhein entlang gehen, vielleicht auch nach Kleve. Wir wissen es noch nicht. Aber eins kann ich euch versprechen, es wird wieder interessant werden. Bleibt dran und folgt uns mit in dieses wunderbare Wochenende. Guten Morgen. Guten Morgen. Oh, was hast du zum Wetter? Ja, ist okay. Bevor wir euch aber jetzt voll sabbeln, ich bin gestern Abend noch eine Runde durch das kleine Dorf gegangen und hinauf auf den Deich. Die Bilder blende ich euch mal ein. Ich wollte die Kamera nicht mitnehmen, weil mir einfach zu warm war. Hätte ich besser gemacht. Jetzt gibt es nur ein paar schöne Fotos. Schaut einmal kurz rein. Haben die euch gefallen? Schreibt mir gerne in den Kommentaren, wie euer erster Eindruck hier zu Keken am Willisee ist. Die Nacht war ruhig bis 6. Danach meinten die Gänse, die Sonne begrüßen zu müssen, das Kieswerk den Schotter zu schottern und ein fleißiger Jäger hier die zahlreichen Kaninchen zu jagen. Erträglich. Ich schlafe ja sehr, sehr hellhörig. Also von daher, ich bin dann auch um 8:30 bis 9:30 noch mal eingeschlafen. So von daher hast du hier, oder wir haben hier eine super Nacht verbracht. Und die Brötchen sind fertig. Sonst gibt es hier Kohle. Da ist sie. Genau. Hier gibt es zwar einen Brötchenservice, der ganz kompliziert per SMS kannst du die, oder per WhatsApp kannst du die bestellen am Vortag, aber wir sind da immer flexibel. Wir backen sie zu 95% immer in der Omja auf. Alle Markisen sind hier zu 90% nicht gesichert. Und wir haben die vor 2 Wochen fliegen sehen, als wir in Erwe Borgmann gestanden haben. Also hier in der Reihe ist einer der Tiere. Und da sind insgesamt 4, die haben gesichert. Ne, 5. Er hat ja jetzt auch rausgeholt. Also nicht, dass ihr denkt, Trash-TV. Wir haben diejenigen vorher drauf angesprochen. Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt hier sitzen und im Kopf achten. Genau. Also von daher hoffen wir das Beste, dass das laue Lüftchen da bleibt, wo es gerade ist. Nämlich oben über uns. So, und jetzt wird es hier vorgestellt. Genau. Fragt ihr euch, wo wir gerade sind?
wir wollen euch Keken zeigen. Ein richtig schönes Dörfchen mit einem urigen Charme und traumhaften Häusern. Also kannst du mir eins schenken? Nehme ich. Nehme auch da hinten das Kleine, das reicht. Noch mehr davon. Heißt in anderen Worten, kleine Betty geht Käse kaufen. Da stehe ich nämlich drauf auf frischen Käse. Guck mal. Die Tomate. Nun singen wir ein Lied zum Preis der lieblichen Tomate. Wie zart errötet sie im Reis, wie lockt sie im Salate. Es fängt ja noch an zu dichten. Ja, das ist nicht von mir diesmal ausnahmsweise. Wir sind hier am Düvelsberg. So heißt die Landschaft hier. Ach, da ist ein Storch drin in dem Storchennest da hinten. Da hinten ist nämlich, kannst du nämlich spazieren gehen, da geht ein Weg vorbei. Da, guck mal. I just miss you more than anything. It's way too quiet in the house. I'm just wasted on the couch. Cause I don't wanna feel anything. Wish you. Dann komm auch gleich hinten an dem Fort vorbei. Wie hieß das nochmal? Weißt du? Das ist der Pilgerweg am Deich. Da hinten ist schon die Fahrradfähre. Kam mir so weiter vor, als wir da drüben gefahren sind. Jetzt sind wir schon in den Niederlanden. Jetzt sind wir in Millingen. Wir damit fahren wollten, war aber keine Party. Da war so viel Seegang, der wir den da auch selber gelassen haben. War das im April, ne? Wo wir in Tollkammer waren. Wollten wir hier rüber, hier Kaffee trinken. Das war. Das Ding ist hier rappelt voll, ne? Ich habe hier keinen Empfang. Na, hier wird Kaffee, Kuchen, Eis. Das sieht gut aus. Da wollten wir ja auch rüber, aber da war so viel Seegang. Ja, Clevers, das ist doch eine Kette, ne? Was? Clevers ist doch eine Kette, ne? Das darfst du schon mal öfter. Ach, das sind die aus Grubenforst, Clevers. Die sind in Venlo bei den zwei Brüdern unten drin und das ist das leckere Eis aus Grubenforst. Ja, dann. Jetzt schon? Ein Eis? Später. Später. Aber Clevers können wir nur empfehlen. In Grubenforst ist das ursprüngliche Geschäft. Die haben mittlerweile eine Kette draus, eine kleine Kette draus gemacht. Geil. Richtig lecker. Aber was ich gesehen habe, gibt es auch noch den Teetühn, der ist auch, sah auch lecker aus. Und dann wollte ich noch ins Zentrum, da steht ein Backfisch-Auto oder Kibbeling, das sieht auch lecker aus. Das machst du immer zu einer Zeit, wo ich gerade gefrühstückt habe. Absicht.
Ja, ich glaube doch. Mein Name ist Unschuld. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Ich muss mal die Fahrradwegschilder hier inspizieren. Ich gehe mal auf die Fitzcard gucken. How it's supposed to be. Wish you'd stayed here right with me. I can't shake that feeling that we said goodbye too soon. I know the hour's getting late. Shouldn't sit here contemplating. I just can't stop thinking about us. I won't forget a single thing from drunken nights to Sunday mornings and how you smile at me. Wish you'd stayed here beside me. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stay. Hier in der kleinen Kapelle gibt es eine schöne Ausstellung mit wunderschönen Bildern. Kleiner Abstecher, wenn ihr noch bis wann, wie lange steht ihr noch bis hier? Morgen. Bis morgen. Wenn ihr dieses Wochenende noch hierher fahren solltet. Schöneres Ambiente für die tollen Bilder gibt es doch kaum. Und da steht auch schon mein Favorit. Schaut mal, das ist doch so, wie wir es am Rhein sehen. Echt toll. Wer unser Video zu Tollkammer gesehen hat, der weiß, dass wir da hinten schon, es ist so ein bisschen milchig, erkennt man schlecht, rechts neben dem Schiff, was da fährt, das Fort Panaden. Panaden ist. Richtig schön zum Erkunden. Und urig auch die Gastronomie da drin. Ich hätte beinahe gesagt, nee, den Katakomben. Aber schaut mal in Tollkammer, wenn euch die andere Seite des Rheins interessiert. Ja, genau, das ist der Rhein, haben wir noch gar nicht gesagt. Ne? Da sind wir im April gefahren. Da sind wir nämlich auf der anderen Seite im Gelderische Port rumgetourt. Ach, weißt du, wo wir jetzt hinkommen? An das Schloss, an der Wasserburg, wo wir damals so nass geworden sind, wo es anfing zu regnen, wo wir zurückgefahren sind. Da kommen wir jetzt gleich aus. Wo wir den Stellplatz gesucht haben. Weiß nicht mehr, wie der Ort heißt. Sind wir auch schon rumgefahren. Ja, hinten ist dann vor, oder? Ja, ja. Eigentlich wollte ich ja nur zu dem Teegarten. Weil er so mediterran angelegt ist. So wie bei Overloon oder wo war das? Ich weiß es gar nicht mehr. Stehen Babys im Wasser, aber guck mal, das ist Big Boss watching you. Der passt auf, dass da keiner vorbeigeht. Da sind aber Babys im Wasser. Alfred traut sich da dran. Guck mal, der guckt schon. Wenn er aufsteht, so schnell kannst du nicht laufen. Die haben Junge. Supposed to be.
mal da. Ich bin noch nicht schlauer, dass du generell 57 bezahlen musst, wenn du ein Getränk bestellst, weil das ist eigentlich hier alles verschiedene Sitzgelegenheiten, die sich da reinziehen und wo du da mit deinem Tablett hinwackelst. Mhm. Hier kann man ein schönes Nickerchen machen. Mach mal Mittagsnickerchen. Snickerchen. Auch nur als ein Snickerchen. Ein Snickerchen. Aber das ist schon, toll. Ne? Da ist ja von allem was dabei. Da kommt sie schon. Was, das Moorhuhn? Nee. Die so der Fotoknips für, für den abgesoffenen Kahn. Knipselise fährt heute mit. Das Foto wird ein großer Hit. Knipselise, du bist im Element. Wer das Lied nicht hören möchte, muss weiter scrollen. Kennt ihr diese Rätselgeschichten, wo man sagt, es liegt ein Apfel, ein Messer und ein toter Hund auf dem Tisch und man soll die Geschichte nachstellen? Kann ich euch hier auch. Wir haben ja hier vorne das Schild, wo Betreten verboten stand, das nicht mehr vorhanden ist. Der entwurzelte, abgestorbene Baum, der abgesoffene Kahn. Der Mann hat sein Boot hinten an dem Baum festgemacht. Dann ist er hier rüber, hat das Schild angebracht. In der Zeit ist der Blitz in den Baum eingeschlagen. Er hat sich so erschrocken, dass er einen Fehltritt gemacht hat und ist im Sumpf versickt. Versackt. Wird bei dir mal mit einschlagen. Wenn ihr denkt, die fahren da richtig schöne Fahrradtouren, aber wo sind die denn jetzt gefahren? Wissen wir selber nicht. Doch, ich weiß es. Ihr fahrt vom Stellplatz Richtung Millingen. In Millingen fahrt ihr oben am Deich entlang dem Schild Tethün Millingen folgen. Von dem Tethün fahrt ihr zurück bis zum Schild Auskiekhüt, Knotenpunkt
95, ne? Und von dem 95 fahren wir jetzt gerade Richtung dem Knotenpunkt 67. Das Waldgebiet da hinten ist die Millinger Wart. Genau. Und ich versuche zwischendurch zu sagen, wo wir sind. Ortsnamen blenden wir ja auch ein. Aber wenn wir da durch den Wald fahren, versuche ich euch zumindest Knotenpunkte zu sagen. Dann könnt ihr euch ein bisschen orientieren. Sind wir denn hier schon auf den Osterinseln? Möchtest jetzt noch mal im Detail wissen, wie wir gefahren sind? Wenn du das Video likest, dann verrate ich dir, wie wir gefahren sind. Vielleicht lässt du mir als Bonus auch noch ein Abo da oder schreibst mir was in den Kommentaren und dann zeige ich dir hier an der Knotenpunktkarte, wie die Wegstrecke war. Super, danke. Also, wir sind gestartet am Stellplatz in Keken, hierüber über die 94 zur 72, zur 71, runter zur 95. Hier hatten wir den Abstecher dann zum ausgeschilderten Tethün, rüber bis zur 49, runter zur 99, 66, 65. Wir stehen an der 35 und fahren jetzt rüber zur 33, biegen aber hier in Keken zum Stellplatz wieder ab. Habe ich doch fein gemacht, oder? Hast fein erklärt. Super. Und du hast fein geliked. Danke dir. Nach langer Irrfahrt endlich gefunden. Die Mühle in Keken. Da sind wir wieder. Tag. Radtour beendet, sicher wieder am Platz angekommen. War richtig schön, ne? Schön war es. Aber aus irgendeinem Grunde tun mir die Beine weh. War ja auch ein bisschen windig immer. Vielleicht deshalb. Der Weg war ja auch ein bisschen auch uneben teilweise. Das ist ja auch dann, dass der den Rücken bei dir zu sehr scheuert. Von daher ist jetzt erstmal Poisy angesagt. Alfred holt die Markise raus. Warum eigentlich? Ja, dann soll ich nicht auf dem Trockenen sitzen. Ja, dann würde ich warten, bis es anfängt, weil so braucht man sie nicht, oder? Ja, ich mach die raus, wenn es anfängt zu riechen. Ja. Ja, klar. Kleine Regenschauer haben wir gut überstanden. Es hat 10 Tropfen geregnet dafür. Waren 11. Ich habe sie gezählt. Musste Alfred dann sofort grillen. Und könnt ihr schon raten, was passiert ist? Wir haben das Grillfleisch wieder nicht rausgenommen. Ehe-Szenario hatte noch eine Fortsetzung. Aber ich bin ja clever. Ich habe gewartet, bis das Kaffeewasser etwas kühler wurde. Und dann habe ich den ganzen Pott da drauf gesetzt.
Habt ihr in der Spüle schon mal den Wasserkessel stehen gehabt und denkt, warum stellt er den denn jetzt in den Wasserkessel, in die Spüle? Unten in den Schrank gehört der rein. Und darunter entpuppt sich dann ein Steak? Ich hatte es noch nicht. Das geht. Glaubt es mir. Ja. Was ist unser Markenzeichen? Richtig. Kein Video ohne Regen. Wir haben es wieder geschafft. Es regnet. Abendrunde fällt aus. Im Regen bleibe ich nämlich zu Hause. Aber hier unter der Markise kann man es aushalten. Und da hinten wird es auch schon wieder hell. Eben war es richtig windig. Aber ich glaube, wir haben das Schlimmste überstanden. Jetzt gehe ich ja doch in den Regen. Ne? Da hinten wird es hell. Von daher dürfte es gleich vorüber sein. Wir wollen noch ein bisschen Fahrrad fahren, um euch noch ein bisschen von der Umgebung zu zeigen. Stellplatzvideo haben wir gemacht, wie man uns kennt, so lange hier und da gequatscht. Heute Morgen viel zu lang geschlafen, weil die Nacht war mega ruhig. Weder die Gans hat gegaggert, noch irgendwas anderes. Irgendwann um 9 ging die Kirchenglocke, ansonsten hätte ich, glaube ich, noch eine Stunde geschlafen. Und dann haben wir schön draußen gefrühstückt, in aller Ruhe uns von den Nachbarn ausgiebig verabschiedet. Ja, und jetzt haben wir schon 14 Uhr. Von daher fahren wir noch mal kurz Richtung Düwelsbad, Richtung Kleve, vielleicht nach Rintern zum Wasserschloss. Schauen wir einfach mal, wo wir landen. Wir möchten euch auf jeden Fall noch was Schönes zum Sonntag zeigen. Hast du gut gemacht. Ich wollte nur zeigen, wie groß die sind. Da müsst ihr mich doch nicht bald gleich fressen. Ich wollte doch nur durch die Blume sagen, hey, lässt du mir ein Abo da? Brauchst nicht abonnieren. Scheint heute nicht mein Tag zu sein. Ich werde hier eher gefressen, als dass ich ein Abo bekomme, glaube ich. Das kannst du gern unter den Kommentaren schreiben. Ich gehöre nämlich zu den Menschen, die Angst vor Pferde haben, weil die größer sind als ich. Ich komme dann mal wieder hier raus, ja? Tu das. Ich mache jetzt das, was ich besser kann. Fahrrad fahren. At night aligns all the shady features in all our empty worlds. Behind the scene, they're picking up the pieces of all broken hearts. But I believe in coloring the world. Als wir hergefahren sind, haben wir den klangvollen Namen Wasserburg Rinteln gelesen. Und da wollten wir heute mit euch hin und haben gedacht, wir zeigen euch jetzt mal so eine richtig schöne
Ritterburg. Relativ modernes Gebäude, ist eine Bildungsstätte oder ich sag mal ein Hotel der katholischen Kirche, ne? In der Art, ich habe das jetzt nicht genau gelesen, auf jeden Fall ist hier nichts mit der Ritters und einer Cafeteria, pipapo. Da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Hier darfst du kein Fahrrad fahren. Da darfst du Auto fahren. Da ist der Landschaftspark. Guck mal, was die sich schnell zurückgezogen hat. Das stimmt überhaupt nicht. Ich bin unschuldig. Alfred wäre beinahe mit dem Rad umgekippt. Er hat wieder Schwäche im Bein und wollte absetzen und ist das Bein weggegangen. Und dann hätte er beinahe da gelegen. Und er sagt immer, das bin ich schuld, weil ich so plötzlich bremse, weil ich wieder irgendwas sehe. Ich bin 5 Meter von dem weg. Ist ja auch zu 98% so. Ich habe mich nicht bewegt. Ich habe noch nicht mal mit den Augen gezwinkert. Das ist jetzt gelogen. Dass du nicht gezwinkert hast, glaube ich nicht. Ich habe immer geatmet. Weißt du, wo wir hier sind? Auf dem Fahrradhighway. Wir kommen dir mehr Fahrräder entgegen als wie Autos auf der Autobahn. Hier ist ja richtig was los. Aber da feiert doch keine Draisine mehr. Da kannst du mir erzählen, wie du willst. Das ist blank. Das ist zugewachsen. Also nicht, dass ihr euch fragt, warum wir euch keine Bilder mehr zeigen, aber wir sind seit gefühlt einer Stunde diesen Weg am Fahren. Immer schön an der Bahnstrecke entlang. Und immer schön geradeaus. Und links und rechts ist nichts Vernünftiges zu sehen. Bis später. Die Stadtmauer besteht praktisch aus den Häusern, ne? Eine bewohnte Stadtmauer. Geschafft. Ja, da sind wir schon wieder an unserem Fazit. Allzu viel konnten wir euch beim Fahrradfahren gerade nicht mehr zeigen. Alfreds Leiden bricht gerade wieder durch und ihm geht es nicht so gut. Wir müssen jetzt gucken, dass wir nach Hause kommen, dass er sich legen kann. Aber das Wochenende war wieder richtig schön und entspannt. Die Gegend hier rund um den Willisee ist absolut eine Reise wert. Man kann mit dem Rad vieles machen. Wir haben aber auch mit einigen gesprochen, die hier gar nichts gemacht haben, außer die Aussicht auf die Seerosen zu genießen und hier ja, sich zu erholen. Und dafür sind wir hier genau richtig. Ansonsten, Spaziergänge gehen hier natürlich genauso gut wie das Radfahren. Ihr wisst ja, bei uns ist das mit dem Spazierengehen durch Alfred eben nicht gegeben. Wir haben hier auf jeden Fall eine wunderschöne, natürliche, Landwirtschaft durchtränkte Gegend, den Rhein vor der Nase. Was will man mehr? Außer morgen auch wieder arbeiten. Aber ansonsten kann ich nur wieder sagen, danke fürs Zuschauen. Wir haben uns gefreut, dass ihr wieder mit uns zusammen unterwegs wart. Und wir freuen uns auch darauf, euch nächste Woche wieder eine schöne Gegend, wo wir hoffentlich
wieder eine gute Zeit haben werden, zeigen zu können. Ich sage wieder danke fürs Zuschauen und freue mich darauf, euch nächste Woche wiederzusehen. Macht's gut, bleibt gesund und munter. Ciao. Bis dann. Ciao.